Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich in meinem Sommergarten. Ich begrüße eine kleine Blumenfreundin. Hallo. Hallo. Konstanze. Wir wollen heute wieder über Pflanzen reden. Ja. Und wir haben uns heute eine Pflanze ausgesucht. Die habe ich hier schon in die kleine Vase gestellt, die eigentlich ein ganz spannender Vertreter aus dem Garten ist. Und Konstanze ist lieb und reibt mal an den Blättchen und sagt mal, was das für eine Pflanze ist. Reib mal dran und schnuppe mal. Pfefferminze. Pfefferminze, eindeutig. Das ist die Pfefferminze, die wir uns ausgesucht haben. Die haben wir heute sogar im Blumenstrauß verewigt und eigentlich als kleine Füllpflanze. Sie fällt nicht so richtig auf. Sie ist aber so charmant, die wollen wir gern genauer vorstellen. Die Pfefferminze hat natürlich ihren festen Platz im Küchengarten. Da wächst sie bei uns auch. Aber gibt es nicht auch noch andere Plätze, wo die wachsen könnte? Ja, genau, da hast du recht. Auch im Zierbeet macht sie mich eine wunderschöne Figur. Die kann man zum Beispiel mit Rosen kombinieren, mit Lilien auch. Es sieht einfach herrlich aus. Und ich denke, da gucken wir mal genauer drauf und erkennen auch wieso. Was hatten die für eine Farbe? So lila. Ein ganz zartes Lila, genau. Das ist die typische Farbe von der Pfefferminze. Gibt es noch andere Farben, die Blüte haben könnte? Bei der Pfefferminze nicht so richtig. Also es kann in Richtung Weiß gehen, es kann auch ein bisschen dunkler sein. Aber in dieser Farbfamilie wird sich das bewegen. Okay. Und wir sehen hier auch ganz charmant, das sind so kleine Scheinährchen. Und es sieht eigentlich auch im Zierbeet wunderschön aus. Da können wir vielleicht ein bisschen noch überlegen. Ich habe gesagt Zierbeet. Wie die Anzuchtsbedingungen überhaupt sind. Die mag nämlich einen feuchten Boden, gleichzeitig aber mag sie auch Sonne. Kannst du dir vorstellen, was man mit der Pfefferminze machen muss, regelmäßig, damit sie sich wohlfühlt? Gießen. Gießen, genau. Also Sonne, keine Frage. Und man muss sie regelmäßig gießen, damit sie sich auch weiter wohlfühlt und uns diese aromatischen Blättchen auch liefern kann. Warte, können diese Blätter eigentlich auch noch eine andere Farbe haben als grün? Ist bei der Pfefferminze nicht so richtig vertreten. Also die Blätter können verschiedene Farben haben, so ein bisschen dunkleres Grün, helleres Grün. Du denkst jetzt wahrscheinlich an panaschierte Blätter, die so eine gemischte Farbe haben, mit Weiß marmoriert. Das kennen wir von der Pfefferminze bislang leider nicht. Aber wir wissen ja auch, es wird ständig gezüchtet. Vielleicht kommt es ja noch. Dann müssen wir uns überraschen lassen. Wissen Sie eigentlich auch, wie der wissenschaftliche Name von der Pflanze heißt? Ja, das weiß ich natürlich. Das ist die Menta. So heißt sie. Menta, die Minze oder auch für uns jetzt die Pfefferminze. Man kann die Pfefferminze durchaus vermehren. Besonders gut macht es sich, wenn man Stecklinge wählt. Wir haben das jetzt auch gerade da. Wenn man die jetzt ein Weilchen in der Vase lassen würde, könnte sie sogar Wurzeln bilden und wir können sie wieder auspflanzen. Die Pfefferminze ist sehr attraktiv. Sie hat eigentlich ein Problem. Sie wächst sehr, sehr gern. Sie ist sehr wüchsig. Wenn man Pech hat, kann sie anfangen zu wuchern. Das ist natürlich nicht so richtig schön. Man muss ein bisschen aufpassen. Man sollte unter Umständen, wenn man die Pfefferminze über einen langen Zeitraum haben möchte, vielleicht auch Wurzelsperren einsetzen. Auch im Blumentopf macht sie dann natürlich eine charmante Figur. Und wird natürlich nicht das Problem, dass sie anfängt zu wuchern. So, die Minze können wir uns natürlich in vielen Möglichkeiten in der Küche vorstellen. Hast du eine Idee, was wir mit der Pfefferminze machen können? Man könnte vielleicht Pfefferminztee machen. Pfefferminztee, genau. Und da vielleicht auch ein Pfefferminzbad nehmen. Du hast schon ein ganz wichtiges Stichwort gesagt. Die hat nämlich noch den Beinamen Bademinze auf. Man kann durchaus Pfefferminzblättchen ins Badewasser geben und kriegt ein unheimlich entspannendes, aromatisierendes Bad dadurch. Und ich glaube, man kann dir auch zum Beispiel diese Blättchen mal zum Beispiel in ein Glas mit Wasser legen und dann kann man, das heißt, einen leichten Pfefferminzgeschmack. Hat einen leichten Pfefferminzgeschmack, genau. Also das ist auch ganz, ganz attraktiv. So, eine Sache muss man natürlich noch überlegen. Gibt es irgendwelche Schädlinge, die uns bei der Minze Kummer bereiten könnten? Das ist tatsächlich der Fall. Mehltau und Rost sind Probleme, die bei der Minze auftreten können. Wenn das der Fall ist, bitte aufmerksam beobachten, betroffene Blättchen entfernen, damit die Pflanze dann als Ganze gesund bleiben kann. So, da habe ich jetzt, glaube ich, heute gemeinsam mit meiner tatkräftigen Unterstützung eine sehr, sehr spannende Pflanze vorstellen können. Und ich denke, wir verfrachten die wieder in den Blumenstrauß zurück und freuen uns auf das nächste Mal, ne? Dann sagen wir Tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal.